Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Video, auf das ich mehr oder weniger jetzt lange gewartet habe. Ihr habt sicher gemerkt, dass bei mir jetzt seit einer Woche nichts mehr kam. Und ich möchte mich gleich im Voraus dafür vielmals entschuldigen, dass ich da nichts anmerken lassen habe. Das Problem an der Sache war, ich konnte nur mit Handy ins Internet und da lässt sich auf YouTube nichts schreiben und ich kam da auch sehr schlecht in meinen Neverguest LP-Account rein, also meine Seite. Darum habe ich mir gedacht, ich lasse es lieber bleiben, bevor ich mich da tot tippe, suche, was weiß ich und so bla und mache das jetzt im Nachhinein. Ich habe ja gestern schon mal einen kleinen Feed geschrieben, weil ich doch schon mehrmals jetzt gefragt wurde, was denn los ist, sei wahr. Ja, zu diesem Thema. Und zwar hatte ich hier vor einer Woche einen Crash. Ich wollte frühst den PC anschalten, ganz normal. Und dann haben mich die buntesten Farben begrüßt. Ich natürlich seit einem Jahr erst mit dem PC tätig. Seitdem ich anfange mit Let's Playen, habe ich auch erst den PC. Das ist dasselbe Startdatum damals gewesen. Und natürlich bin ich da mehr oder weniger noch ein bisschen der Computer-Nerd, was das angeht, so speziell für den PC, Hardware und Software und so ein Zeug. Ewig rumprobiert, ewig rumgesucht, am Ende Dinge schlimmer gemacht, als sie eigentlich sind. Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich es aufgegeben habe, jemanden zu mir geholt, einen Klassenkamerad, der sich damit gut auskannte. Und ja, jetzt liegt hier meine Grafikkarte neben mir. Yay! Eine 200 € Grafikkarte. Ihr hört sie gerade quietschen hier. Eine 200 € Grafikkarte im Arsch, möchte man sagen, weil ich. Und jetzt werden sicher einige lachen. Ich wusste, dass die Grafikkarte selbst auch einen Lüfter hat und die beim Saubermachen immer vergessen hat. Ich wusste nicht mal genau, wie die Grafikkarte aussieht. Egal. Naja. Auf jeden Fall, die Grafikkarte ist futsch. 200 € in der Tonne. Ich darf jetzt heute hoffentlich noch losrennen, mir eine neue holen. Der Kumpel hat mir momentan eine Grafikkarte ausgeliehen. Die ist aber bescheiden im Vergleich zu meiner Grafikkarte, möchte man jetzt mal sagen. Also wird es momentan auch keine Let's Plays geben können. Assassin's Creed, also ihr seht es gerade auf dem Bildschirm, ich habe momentan League of Legends installiert. Ich habe die ersten Browser wieder installiert. Camtasia ist installiert. Fraps habe ich auf einem anderen Laufwerk schon drauf. Also ich bin gerade dabei, mir alles wieder draufzuziehen. Es wird sicher noch 2, 3 Tage dauern. Wenn ich die Grafikkarte heute bekomme, baue ich sie natürlich gleich ein. Und ich hoffe, dass ich werde auf jeden Fall so schnell es geht das Minecraft-Let's Play wieder in den Start nehmen. Wie das mit Assassin's Creed und dem anderen Let's Play aussieht, weiß ich momentan noch nicht. Ich habe noch einige Folgen auf dem Rechner. Allerdings ist ja momentan wirklich sämtliches Zing Schrott. Mein CA-Laufwerk, also mein separates Laufwerk, wo normalerweise die Let's Plays gespeichert werden, ist randvoll jetzt mit allen Daten vom C-Laufwerk. Die habe ich alle darüber getan. Das heißt, ich habe momentan Platzproblem, Grafikproblem. Nichts drauf Problem und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich nichts gesagt habe. Ich werde so schnell wie möglich alles in Schuss nehmen. Das trifft natürlich, wenn es trifft, dann trifft es natürlich extrem hart. Ich habe zudem auch noch eine Verbrennung an der Hand, ersten Grades momentan. Das heißt, das Let's Playen würde so oder so nicht angenehm sein. Heute ist Mittwoch. Ich hoffe, dass ich bis Montag hundertprozentig alles zum, also ich hoffe, dass ich am Wochenende schon starten kann, dass ihr mir noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag jetzt die Zeit gibt und dass ich hoffentlich am Samstag starte. Ich werde das Video auch sofort hochladen. Ja. Zudem hatte ich noch ein Problem mit dem Internet. Das ging nämlich auch nicht mehr. Und mein C-Datenträger war beschädigt. Aber den habe ich repariert. Mehr Glück als Verstand, aber ich habe mal berührt. Ja, ansonsten, das war's erstmal für das Video jetzt. Ich hoffe, ihr seht's mir nach. Ich hoffe, ihr tut den Leuten, die es noch nicht wissen, das dann sagen, falls ich das denn nicht sage. Und ja, wenn ihr irgendeinen Ausgleich haben wollt für diese Zeit, was weiß ich, irgendwelche Kommentationsvideos oder so, das kann man natürlich machen. Dann nehme ich mir jeden Tag ein Video, nehme ich mir jeden Tag ein bisschen Zeit, mache irgendein Kommentatorenvideo zu irgendwas, schreibt mir ruhig Themen unter das Video hier drunter und wir machen Commentaries dazu. Ja, mein Drittkanal, den ich jetzt mittlerweile aufgemacht habe, ist natürlich auch wunderbar, dass das jetzt gleich am Anfang. Ich mache den Drittkanal auf, Woche später Grafikkarte down. Erstmal der Kanal natürlich total auf. Eis. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich habe vergessen, mal aus Teamspeak rauszugehen. Ciao.